Was ist Proto 12, Michel Berne? Proto 12 ist die mittlerweile grösste Werkstatt für Schweizer Fotografie mit 125 Ausstellern. Mit im letzten Jahr 15.800 Leuten. Ich weiss nicht, ob es das wieder gleich viel werden. Mit einer Sonderausstellung, die Hasselblad Masters. Das ist der renommierteste Fotowettbewerb der Welt. Und ganz, ganz speziell, so ein bisschen ein Lieblingsprojekt für mich dieses Jahr. Das ist eine Sonderausstellung, die wir machen können mit Hannes Schmid. Hannes Schmid kennt man aus der Werbefotografie, hat den Marlboro Man fotografiert und hat extra für die Foto 12 eine ganz verrückte Installation mit 5 Mobiles kreiert und umgesetzt von 4 Metern Durchmesser und das ist etwas, was mich jetzt dieses Jahr sehr gefreut hat. Wie haben die Leute ausgesucht, die wir ausstellen? Ich sage immer, ich bin ein passionierter Laie. Also habe ich mir nicht zugemutet, dass ich das selber auswähle. Wir haben eine Kuratorin, das ist nur ein Hauswirt, und sie hat dann die unangenehme oder angenehme Aufgabe von diesen 400 Bewerbungen 125 auszuwählen, die so ein bisschen einen repräsentativen Überblick über die Schweizer Fotografie geben. Und macht sie das einfach nach Feeling oder gibt es Kriterien? Ah, da halte ich es jetzt. Ich habe früher noch mal bei der NZZ arbeiten. Die NZZ hat immer gesagt, es gibt keine Objektivität, es gibt nur eine objektive Subjektivität. Und ich glaube, das ist da sehr ähnlich. Natürlich gibt es objektive Kriterien, was ist gut und schlecht. Aber ich denke, am Schluss ist einfach das, was sie gut finden, dann gut.